Leben im besetzten Paris. Pablo Picasso und die Kriegsjahre 1939 bis 1945 aus historischer Perspektive. Die Ausstellung Pablo Picasso, Kriegsjahre 1939 bis 1945 in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zeigt anhand ausgewählter Werke einen Einblick in das Schaffen des Künstlers im Zweiten Weltkrieg. Pablo Picasso verbrachte die Zeit des Krieges in Frankreich. Unmittelbar vor Kriegsausbruch am 1. September 1939 floh er von Paris in das Hafenstädtchen Royan an der Atlantikküste. Wenige Wochen nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht kehrte er im August 1940 in die besetzte Hauptstadt zurück und blieb bis zur Befreiung im August 1944 an seinem Pariser Atelier in der Rue des Grands Augustins. Der spanische Künstler lebte schon seit über 30 Jahren in Frankreich. Unter der deutschen Besatzung hatte er als Ausländer einen unsicheren Status. Sein Antrag auf französische Staatsbürgerschaft wurde im Mai 1940 von den französischen Behörden abgelehnt. Außerdem erteilten die Deutschen Picasso ein Ausstellungsverbot als entarteter Künstler. Dennoch war er verhältnismäßig privilegiert. Im Vergleich zu den vielen, die massiv Hunger und Mangel erlebten, verhaftet, interniert oder deportiert wurden. Seine Berühmtheit verschaffte ihm sogar Schutz vor den Übergriffen der Besatzer. Die Ausstellung widmet sich unter anderem folgenden Fragen. Wie erlebte Picasso die Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Besatzung und die Befreiung? Schlagen sich die Ereignisse und seine persönlichen Erlebnisse in seinen Werken nieder? Wie aber kann man sich das Leben und den Alltag im besetzten Paris vorstellen? Dazu geben eine Expertin und ein Experte Auskunft. Professor Dr. Tatjana Tönsmeier, Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte der Bergischen Universität Wuppertal und Leiterin des internationalen Forschungs- und Editionsprojekts Besatzungsgesellschaften im Zweiten Weltkrieg, eine europäische Perspektive, hat mit ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Dr. Agnes Laber am Begleitheft zur Ausstellung mitgearbeitet. Sie hat als Expertin zur europäischen Besatzungsgeschichte und zur Geschichte des Nationalsozialismus breit publiziert. Dr. Stefan Martens ist stellvertretender Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris und Länderexperte für Frankreich im Forschungs- und Editionsprojekt. Frau Professor Dr. Tönsmeier, auf dem Höhepunkt der deutschen Expansion während des Zweiten Weltkrieges befanden sich rund 230 Millionen Menschen unter deutscher Besatzung. Es gab beinahe kein europäisches Land, das nicht besetzt war. Vor allem für den Osten Europas kennt man das Ausmaß an Gewalt gegenüber den lokalen Bevölkerungen. Was waren die Unterschiede innerhalb der deutschen Besatzungspolitik im Osten und im Westen Europas? Gab es Gemeinsamkeiten? Also ich glaube, den wichtigen Punkt im Hinblick auf die Unterschiede haben Sie von Anfang an angesprochen. Das ist die durchaus unterschiedliche Brutalität und Gewalttätigkeit, die mit der deutschen Besatzung im östlichen Europa einhergegangen ist und die zumindest in den frühen Phasen und in den mittleren Phasen der Besatzung in Westeuropa deutlich niedriger gewesen ist. Man muss sich dabei ständig vor Augen halten, dass das Deutsche Reich in den osteuropäischen Gebieten, also sowohl in Polen als auch in der Sowjetunion, in Teilen aber auch in Südosteuropa, einen sogenannten weltanschaulich motivierten Vernichtungskrieg geführt hat. Das heißt, es geht um einen Krieg, der nicht nur gegen Militärs, also gegen Soldaten gerichtet ist, sondern der in ganz zentraler Weise auch gegen Zivilbevölkerung gerichtet ist. Und für diese Gewalt hat man häufig kaschierende Begriffe gefunden. Also was man so Partisanenkampf genannt hat, ist sozusagen Terrorisierung der Zivilbevölkerung. Das heißt, die Gewalttätigkeit ist der große Unterschied. Der zweite Teil Ihrer Frage zielte ja auch darauf, ob es Gemeinsamkeiten gab. Und Gemeinsamkeiten gab es durchaus. Dabei ist mir wichtig zu sagen, dass Gemeinsamkeiten nicht heißt, es war überall sozusagen gleich oder sehr ähnlich, aber es gab doch sozusagen Dinge, die vergleichbar sind. Zu den Gemeinsamkeiten gehört zum Beispiel, dass die deutschen Besatzer das ganze besetzte Europa in den Dienst ihrer Kriegsanstrengungen genommen haben. Konkret, sie haben die Industrie, Bodenschätze, Arbeitskräfte in den besetzten Ländern massiv ausgebeutet. Sie haben in großer Zahl mehrere Millionen Menschen zum Arbeitseinsatz für das Deutsche Reich verpflichtet.
Viele kennen das Thema Zwangsarbeit, das häufig in, dann eben auch im Reich realisiert werden musste. Aber Zwangsarbeit hat es auch in den besetzten Gebieten selbst gegeben. Das heißt, wir haben Unterschiedlichkeiten beim Thema Gewalt und wir haben Gemeinsamkeiten beim Thema Ausbeutung. Und eine der Folgen dieser Ausbeutung ist zum Beispiel eine große Mangelversorgung von Menschen unter Besatzung mit Lebensmitteln, aber auch mit Wohnraum. Also wir haben beides, deutliche Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Herr Dr. Martens, Frankreich wurde nach dem Waffenstillstand am 22. Juni 1940 geteilt in eine von Deutschland besetzte Zone im Norden und Westen und eine freie Zone mit Vichy als Hauptstadt. Welche politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen hatte die französische Bevölkerung davon zu erwarten? Das Hauptproblem für die Franzosen in diesem Moment war, es gab eine große Fluchtbewegung. Das heißt also, es waren 8 Millionen Franzosen im Süden des Landes. Und gerade eben auch die Pariser Bevölkerung oder eben die Bevölkerung aus den Nordprovinzen musste dorthin wieder zurück. Durch die Zweiteilung ist Frankreich regelrecht auch durch eine Demarkationslinie mit einer regelrechten Grenze sozusagen zweigeteilt. Und das war die erste Sorge. Wie komme ich nach Hause? Und die Deutschen haben nicht jeden unbedingt in ihrem besetzten Teil wieder zurückgelassen. Das Vichy-Frankreich war im Grunde genommen durch diese Zweiteilung des Landes kein eigener, unabhängiger Staat, sondern musste in allen administrativen Dingen immer zuerst die Deutschen fragen, ob sie dieses Gesetz erlassen können oder jenes Gesetz erlassen können. Insofern war im Grunde genommen eben es nicht nur Frankreich alleine, das in diesem Land entschieden hat, sondern eben die Deutschen haben für alles eine Mitsprache verlangt. Und für die Bevölkerung war es entsprechend schwierig. Als ich nach Paris zurückkam, waren überall Deutsche. Es waren viele deutsche Behörden, die sich in Paris installiert hatten. Viele Wohnungen sind beschlagnahmt worden. Und da saßen teilweise dann deutsche Soldaten, deutsche Offiziere drin. Das heißt also auch, dass die Rückkehr zu einer Normalität gab es nicht. Weil ein normales Paris, ein normales Nordfrankreich in dem Sinne, war im Grunde genommen, als die Franzosen zurückkamen, gar nicht mehr existent. Wenn man den Alltag der unter der deutschen Besatzung lebenden Menschen betrachtet, wie unterschied sich dieser in den unterschiedlichen Ländern im Osten und im Westen Europas? Gab es auch Unterschiede in den Kontakten zwischen deutschen Besatzern und den Besetzten? Ja, der Alltag sozusagen unterschied sich durchaus und das hat zum Beispiel damit zu tun, welche Vorstellungen Besatzer über die Länder mitbrachten, die sie besetzt haben. Man kennt sozusagen das Schlagwort vom sogenannten Herrenmenschen, also diese ideologisch motivierte Überheblichkeit, die deutsche Besatzer, aber auch ziviles Verwaltungspersonal mitbrachten und sich eben in Polen, in der besetzten Sowjetunion, auch auf dem Balkan als sogenannte Herrenmenschen aufgespielt haben und mit einer großen Herablassung auf einheimische Bevölkerung geschaut haben. Zugleich sozusagen ist, wenn man nach Westeuropa guckt, sieht man also dieses Herrenmenschentum sehr viel weniger. Da gibt es zwar zum Teil durchaus nationalistische Überheblichkeiten, aber es ist doch eine grundsätzlich andere Haltung, die Besatzer mitgebracht haben. Viele deutsche Männer, die in Frankreich stationiert waren, haben sich eher in der Rolle der Touristen gefallen, die Kunstdenkmäler des Landes angeschaut haben und überhaupt nicht so sehr verstanden, warum, wo sie sich doch interessieren, Franzosen, Französinnen, das Interesse, was sie, die Deutschen, ihrem Land entgegengebracht haben, warum sie das gar nicht gutieren könnten. Also von daher gibt es durchaus deutliche Unterschiede. Was man aber auch festhalten muss, und ich glaube, das ist einer deutschen Öffentlichkeit gar nicht so sehr bewusst, ist, dass es tatsächlich in diesen Kontakten wieder, wie vorhin auch besprochen, Ähnlichkeiten gab. Ich glaube, das Erste, was man sich klar machen muss, ist, dass unter Besatzung in den besetzten Ländern die einheimischen Männer häufig nicht da sind. Vor allen Dingen die der wehrfähigen Jahrgänge. Die sind eingezogen, die kämpfen an der Front. Die sind vielleicht in Kriegsgefangenschaft oder sie sind tatsächlich verwundet oder gefallen. Und das heißt, örtlich sind mehr Frauen, Kinder und alte Menschen in der Zivilbevölkerung anwesend, als das in normalen Friedenszeiten der Fall ist. Das heißt, wenn sie nach Kontakten
zwischen Einheimischen und Besatzern fragen, dann ist das eigentlich die Frage nach einheimischen Frauen, Kindern und alten Menschen mit vor allem deutschen Männern. Und einen Satz würde ich gerne noch anfügen. In vielen Städten, zum Beispiel im russischen Smolensk oder auch entlang der französischen Küste, da wo eben deutsche Einheiten in großer Zahl stationiert waren, waren Einheimische in der Minderheit. Ja, das heißt, die Stationierungszahlen sind örtlich so groß, dass es mehr Deutsche als Einheimische in manchen dieser Orte gegeben hat. Das heißt, Kontakte, nach denen Sie ja gefragt haben, waren sogar unausweichlich. Picasso gab im Krieg seine Wohnung auf und wohnte nur noch in seinem Atelier, um weite Wege in Paris von der einen zur anderen Seite der Seine zu vermeiden. Neben der Einschränkung der Bewegungsfreiheit gab es auch Ausgangssperren und Verdunklungsgebote. Wie sah der Alltag im besetzten Paris aus? Paris war ähnlich wie deutsche Städte auch, genauso natürlich eine Stadt, die ein Kriegsschauplatz, wenn man so will, sein konnte. Deswegen eben die deutschen Vorschriften galten genauso in den besetzten Ländern. Ab 23 Uhr gab es Ausgangssperre, es gab Verdunklungspflicht, die entsprechend auch überprüft wurde. Es gab nächtliche Runden, die von Soldaten und entsprechenden Offizierskontrollen dann durchgeführt wurden. Und deswegen auch heute sind manche Begriffe in Frankreich eben Legende geworden. Also das berühmte Wort Ausweis gehört zum französischen Vokabular inzwischen hinzu, weil diese Patrouillen natürlich dann sofort entsprechend ein Papier verlangt haben, warum laufen sie nach 23 Uhr hier noch draußen auf der Straße herum. Es hat auch entsprechend durch den Film später noch eine gewisse Bedeutung bekommen, der berühmte Film Die letzte Metro. Das bezieht sich darauf, dass um 23 Uhr die letzte Metro fährt, damit man eben noch rechtzeitig nach Hause kommen kann. Und alles Leben musste sich nach diesen entsprechenden Schließungen richten. Also um 23 Uhr musste Theater, Kino etc. alles zu Ende sein. Das heißt also, wir haben ein Miteinander. Auf der einen Seite eben deutsche Kontrollen, auf der anderen Seite versuchen die Franzosen aber natürlich normal irgendwo auch ihren Alltag zu bewältigen. Aber sie müssten das in der Gegenwart der Deutschen tun. Und diese Schwierigkeit bleibt eben, dass man tagtäglich sich im Grunde genommen begegnet, miteinander umgehen muss. Aber die Kontrolle und die Oberaufsicht liegt bei den Deutschen und eben nicht mehr bei den Franzosen. Wo konkret waren die französischen Menschen, aber auch andere besetzte lokale Bevölkerungen im Alltag mit den Besatzern konfrontiert? Kann man in einer solchen Situation überhaupt von Alltag sprechen? Das finde ich eine ganz spannende Frage, die Sie da gerade stellen. Und vor allen Dingen auch dieser zweite Teil. Kann man eigentlich von Alltag unter Besatzung sprechen? Weil mit Alltag verbinden wir ja sowas wie Routinen, Dinge, die wiederkehren, Dinge, die erwartbar sind, die vorausschaubar sind. Und was macht eigentlich Besatzung mit solchen alltäglichen Routinen und Dingen, die vorausschaubar sind? Wir haben in einem früheren Teil unseres Interviews über Ausbeutung gesprochen und ich habe angedeutet, dass Ausbeutung auch zum Beispiel Mangel bedeutet hat, also Mangel an Lebensmitteln. Was heißt denn eigentlich Mangel an Lebensmitteln im Alltag? Im Alltag bedeutet das zum Beispiel für Frauen, dass sie tagtäglich nicht nur einkaufen gehen müssten, also der Kühlschrank war nur in wenigen, sagen wir mal, sehr reichen Familien oder reichen Familien gang und gäbe und Supermärkte, wie wir sie heute kennen, sind auch eine Nachkriegsentwicklung. Das heißt, etwas Alltägliches ist das Einkaufen. Essen muss man auch täglich. Und Frauen gingen also täglich einkaufen. Besatzungsalltag bedeutet, dass sie täglich vor vielen Geschäften anstehen mussten, weil die Dinge des täglichen Bedarfs nicht vorhanden waren. Wir haben ich denke da an eine Quelle, einen Tagebucheintrag einer Pariser Hausfrau, die entnervt aufschreibt, dass sie an dem Tag 3 Stunden lang einkaufen war, in 5 Geschäften angestanden hat, die erwartete Ware entweder nicht geliefert worden ist oder bis sie dran war, ausverkauft war oder am Nachmittag geliefert werden soll. Und wenn sie hingekommen ist, war sie sozusagen noch nicht da oder nicht mehr da. Und die nach 3 Stunden anstehen, eine Packung Zwieback erstanden hatte. Und das sind sozusagen Erfahrungen, also da haben sie Alltag. Alltag ist das sozusagen, jeden Tag wieder neu einkaufen gehen müssen,
Das kennen wir sozusagen, ist auch in Friedenszeiten damals der Fall gewesen, dass das eine tägliche Routine war. Die Besonderheit unter Besatzung ist, nichts bekommen können, obwohl man es täglich immer wieder tun muss. Und dieses Anstehen und zu Hause hungrige Kinder haben, selber hungrig sein und nicht versorgen können. Und sozusagen an der Stelle haben sie einen, also in der Wissenschaft sprechen wir davon, von einem außeralltäglichen Alltag. Es gibt etwas, was wiederkehrt, und es gibt etwas, was wir trotzdem mit dem Vertrauten, Bekannten, Selbstverständlichen nicht in Einklang bringen können. Und sozusagen da, wo der Mangel immer größer war, und auch in Frankreich gibt es wirklich Hunger, da sozusagen machten diese außeralltäglichen Elemente des Alltages sich immer deutlicher sichtbar. Wir haben in der Quellenedition, an die ich ja mitleite, Quellen gesammelt, was Kinder so alles gegessen haben. Und wenn da Frösche und Schlangen und ein Dachs und Fuchs und ähnliche Tiere, die wir alle nicht auf die Idee kämen zu essen, sozusagen benannt werden von Schulkindern, dann sieht man sozusagen, es gibt immer noch Alltag. Der Alltag ist von Mangel geprägt. Und der Mangel kann so groß werden, dass dieser Alltag außeralltäglich wird. Picasso aß während der Besatzung oft mit Freunden in einem kleinen Restaurant um die Ecke von seinem Atelier zu Mittag. Auch an einem Tag, an dem es eigentlich verboten war, Fleisch zu essen, bekam er Fleisch serviert. Eine Kontrolle deckte dies auf. Der Wirt musste sein Restaurant für einige Zeit schließen. Wie kann man sich Restaurantbesuche im Allgemeinen im besetzten Paris vorstellen? Wie verhielt sich dies zur Rationierung von Lebensmitteln? In Paris wurde sehr schnell im Grunde genommen die Lebensmittellage sehr schwierig. Und das bedeutete eben auch für die Restaurants, man hatte nicht mehr in diesem Umfang die Möglichkeiten, beliebig Gerichte anzubieten. Aber man hat natürlich versucht, für sein Stammpublikum, und das muss man natürlich in Frankreich immer auch im Hintergrund wissen, für Franzosen ist Essen ein wichtiges Element im Tagesablauf. Sehr viel wichtiger, als das in Deutschland so gesehen wird. Und insofern eben, dass man mittags gemeinsam sich mit Freunden trifft und essen geht, bedeutet für den Restaurantbesitzer, er muss seine Kundschaft natürlich irgendwie auch bei Laune halten. Also besorgt man sich die Dinge, die man nicht mehr bekommt, auf dem Schwarzmarkt. Und insofern haben natürlich manche Restaurants dann auf die Art und Weise die Regeln gebrochen, weil sie das im Endeffekt für ihr Stammpublikum halt tun wollten. Die Deutschen haben grundsätzlich eigentlich mit Beginn der Besatzung 2/3 der französischen Agrarproduktion nach Deutschland umgeleitet. Das heißt, wir haben sehr früh Versorgungsengpässe. Die deutschen Soldaten, die in Frankreich stationiert sind, haben einen sehr günstigen Wechselkurs und sie kaufen auf den Märkten alles, was sie bekommen können. Die berühmten Pakete, die dann nach Deutschland geschickt werden mit Kaffee, mit Seidenstrümpfen oder mit Parfum. All das sorgt dafür, dass die französische Versorgung, die Bevölkerung zumindest, kaum noch Versorgungsmöglichkeiten hat. Und das sind natürlich dann eben diese Schwierigkeiten, mit denen man dann versucht, sich zu organisieren. Sowohl die Restaurants als auch Privatleute versuchen auf allen möglichen Wegen und Umwegen, sich zu versorgen. Und gerade in einer Großstadt wie Paris geht das im Endeffekt halt nur dann, wenn man Verwandtschaft auf dem Lande hat, die einem dann halt ein Fresspaket geschickt haben. Oder aber eben, wenn man auf dem Schwarzmarkt versucht hat, Dinge teuer zu kaufen, die man sonst normalerweise eigentlich gar nicht mehr bekommen kann. Anhand welcher Dokumente und Quellen lässt sich dem Alltag der Menschen unter der Besatzung nachspüren? Welche Art von Dokumenten werten Sie in Ihrem Projekt Besatzungsgesellschaften im Zweiten Weltkrieg eine europäische Perspektive aus? Und welchen Einblick in das Verhalten der Menschen bekommt man, wenn man Dokumente des Alltags auswertet? Vielen Dank auch für diese Frage. Was wir bestrebt sind zu tun, ist erstmal eine möglichst große Breite unterschiedlicher Quellengattungen und Quellentypen zu sammeln, denn das zentrale Thema, was uns gegenwärtig ja beschäftigt, sind die schon angesprochenen Mangelerfahrungen, also Versorgungsfragen, Mangel und Hunger. Und Quellen, die wir dazu sammeln, sind sehr breit angelegt. Also es ist enthalten
Überall in Europa waren Lebensmittel rationiert. Das heißt, wir haben zum Beispiel Rationentabellen, für welchen Abschnitt man bekam man wie viel Gramm oder Kilo von welchem Lebensmittel. Es sind enthalten so Quellen, also natürlich Tagebuchaufzeichnungen, wo Menschen darüber reflektieren, was sie eigentlich noch zu essen hatten. Was wir auch in der Sammlung haben, sind Kochrezepte. Was wurde eigentlich mit dem wenigen, was vorhanden war, gekocht? Dann haben wir ziemlich viel behördliche Quellen, also zum Beispiel Polizei, Vernehmungen, Protokolle für Diebstähle. Diebstähle vor allen Dingen sozusagen von Alltagsgegenständen nehmen enorm zu in diesen Zeiten des Mangels. Was wir auch haben, sind Menschen, also Quellen über Hinrichtungen. Menschen sind erschossen worden wegen sogenannter Wirtschaftssabotage. Auf Hochdeutsch heißt das Schwarzmarkt oder Schwarzschlachtungen. Das heißt, was uns besonders wichtig war, ist eine große Vielzahl von Quellen. Ich würde gerne mal zwei kurz konkret erwähnen, weil ich die besonders eindrücklich fand. Das eine ist eine Marktordnung aus dem Jahr 1942 aus Weißrussland. Da hat ein deutscher Militärbefehlshaber eine Marktordnung erlassen und hat festgelegt, dass nicht auf den Zufahrtswegen und nicht sozusagen an einem beliebigen Ort, sondern nur an einem genau definierten Marktplatz zu genau festgelegten Zeiten Handel getrieben werden darf. Und dann beinhaltet diese Marktordnung eine lange, lange Liste mit Lebensmitteln, die man nicht handeln darf. Und dann sozusagen ist es eingeteilt, dann gibt es also Fleischprodukte und es ist Rindfleisch ist verboten, Schweinefleisch ist verboten, Lammfleisch ist verboten. Und dann gibt es alle möglichen Untergruppierungen, was an Fleisch noch verboten ist. Und dann kommen die Molkereiprodukte, die alle verboten sind. Und der letzte Satz in diesem Dokument heißt, alles andere ist frei handelbar. Und man fragt sich hinterher, was könnte das wohl gewesen sein? Was ist da eigentlich übrig geblieben, was frei handelbar ist? Und Sie haben ja auch danach gefragt, sozusagen, was sieht man an Verhalten? Was man hier sieht, man in dieser Quelle sieht man nicht direkt Verhalten. Aber man sieht, dass Menschen, wenn sie überleben wollten, fast automatisch gezwungen waren, deutsche Verordnungen zu brechen. Und ich habe gesagt, es ist eine Quelle aus Weißrussland, also aus Belarus. Das heißt, die Übertretung von solchen Verordnungen ist drakonisch bestraft worden. Also das heißt, man konnte gar eigentlich, wenn man überleben wollte, konnte man nicht mit dem Gesetz der Deutschen in Konflikt geraten. Ja? Und insofern sozusagen selbst eine Quelle, die ein sogenanntes Verwaltungsschriftgut ist, macht indirekt Aussagen, vielleicht nicht über Handeln von Menschen, aber über Handlungsspielräume. Und in diesem Fall über extrem kleine Handlungsspielräume. Picasso malte auf Zeitungspapier, auf dem Hinweise auf Ausstellungen, Konzerte, Theater, Oper oder Kinovorstellungen zu lesen sind. Wie sahen diese kulturellen Veranstaltungen aus? Wurde zwischen Angeboten für die französische Bevölkerung und für die Angehörigen der deutschen Besatzung unterschieden? Es gab deutsche Soldatenkinos. Das heißt, die deutsche Besatzungsmacht hat Kinos und Theater teilweise reserviert oder regelrecht beschlagnahmt und nur für deutsches Publikum zugelassen. Denn in Paris, das muss man so ungefähr sich vorstellen, während der gesamten Besatzungszeit sind etwa 20.000, 30.000 deutsche Verwaltungsbeamte, Soldaten, Vertreter von Firmen, von Banken in der Stadt. Und die wollen natürlich mit einem deutschen Programm unterhalten werden, weil sie kein Französisch können. Parallel dazu läuft aber das französische Kulturleben weiter. Goebbels hatte kein Interesse daran, das sozusagen Paris umzukrempeln, sondern er hat bewusst auch die französischen Veranstaltungen laufen lassen. Das führt zu einem, wenn man so will, zu einer etwas merkwürdigen Situation. Auf der einen Seite gibt es Gastspiele von deutschen Theatern, von deutschen Konzerten, Karajan zum Beispiel. Es gibt eine Ausstellung von Arno Breker, die in Paris organisiert wird. Aber unabhängig davon, solange es nicht völlig, wie soll man sagen, entartete Dinge sind, aus deutscher Sicht, lässt man das französische Leben weiterlaufen. Das führt dazu, dass deutsche Soldaten in Paris in den Kabarets natürlich die klassischen Programme, die man heute so kennt, Lido etc., Philippe Berger natürlich genießen kann. Aber man kann auch in die kleinen Kneipen gehen
Und da spielt Django Reinhardt, der in Deutschland als entartete Kunst längst natürlich nicht auftreten durfte. Man konnte Swing hören. Also alles das, was in Deutschland verboten war, gab es in Paris. Und das hat man auch bewusst laufen lassen, weil deutsche Soldaten im Grunde auf dem Weg an die Front, also an den Kanal, an die verschiedenen Häfen, in Paris immer 2, 3, 4 Tage Urlaub machen konnten, Station machen konnten, bei dieser Gelegenheit halt das dekadente Frankreich präsentiert bekamen. Auch mit dem Hintergrund, wir sind besser. Wenn man so etwas macht, ist man eine schlechtere Nation. Also im Grunde genommen ist es schon eine Idee dahinter und nicht einfach nur Zufall, dass man dieses Kulturprogramm im Grunde genommen eben auch durchaus im Sinne der eigenen Rasselehre, wenn man so will, versucht mit einzusetzen. Aber wie gesagt, man kontrolliert es sehr wenig im Verhältnis zu dem, was in Deutschland üblich ist. Kann man in Frankreich im Grunde genommen viele Dinge machen und sich im Grunde genommen Dinge ansehen, die man in Deutschland im Grunde schon seit langem nicht mehr zu Gesicht bekommt. Wie sehen Sie aus heutiger Perspektive Begriffe wie Kollaboration? Wie gehen Sie in dem Forschungsverbund mit solchen sensiblen Fragen um, für die vielleicht jedes Land einen eigenen Umgang finden muss? Finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil die Begriffe, die wir benutzen, um vergangene Realität zu beschreiben, ja auch keine neutralen Begriffe sind. Und der Begriff der Kollaboration ist einer, an dem man das sehr, sehr deutlich machen kann. Mit nicht neutral meine ich, dass Kollaboration schon in den Besatzungsjahren ein Vorwurf war, mit dem jene Menschen belegt worden sind, die in der einen oder anderen Weise mit den deutschen Besatzern zusammengearbeitet haben. Da kommen einem als erstes Bürgermeister und andere Verwaltungspersonen in den Sinn, aber das sozusagen, was man unter Kollaboration auch gefasst hat, die sogenannte in Anführungsstrichen horizontale Kollaboration, das ist ein Begriff, den man benutzt hat für Frauen, die Verhältnisse mit deutschen Soldaten eingegangen sind. Und Kollaboration meint eigentlich immer, da ist jemand, der hat Verrat an der eigenen Nation begangen. Das heißt, es ist ein in hohem Maße wertender Begriff, der im Übrigen in fast allen Ländern Europas, die besetzt waren, in den Prozessen der unmittelbaren Nachkriegszeit auch ein Straftatbestand war. Also Menschen sind verurteilt worden für Kollaboration, sie sind inhaftiert worden für Kollaboration und es sind ihnen bürgerliche Ehrenrechte aberkannt worden. Und insofern halten wir das im Projekt für einen wirklich problematischen Begriff und suchen sozusagen danach, dass wir fragen, wie können wir solche Begriffe anders fassen oder nicht die Begriffe anders fassen, sondern das, wonach wir suchen, ist, wie kann man das Verhalten genauer sich anschauen? Das heißt, was tut ein Bürgermeister eigentlich konkret? Warum geht eine Frau mit einem deutschen Soldaten ein Verhältnis ein? Denn Kollaboration heißt immer schon, diesen Vorwurf des Verrates mitformulieren. Und was wir tun, ist als Historikerinnen und Historiker danach zu fragen, was haben Menschen eigentlich getan und warum haben sie das getan? Warum in ihrer ganz besonderen historischen Situation fanden sie das, was sie getan haben, angemessen? Das heißt überhaupt nicht, dass wir das heute auch angemessen finden, aber es heißt erstmal, wir wollen einen anderen historischen Akteur, eine historische Akteurin, wollen nachvollziehen können, was sie angeleitet hat, das zu tun, was sie getan hat. Und ein Begriff wie Verrat, wie Kollaboration, eben weil er mit Verrat gleichgesetzt wird, noch bevor ich genau hingeguckt habe, sagt er mir, was die Motivation ist. Von daher ist das sozusagen so eine Art Shortcut, der möglicherweise an den Realitäten vorbeiführt. Und das ist der Punkt, warum wir mit so einem Begriff sozusagen sehr, sehr vorsichtig sind. Tausende Menschen fielen in Paris der Judenverfolgung oder der Verfolgung aus politischen Gründen zum Opfer. War die Aggression in der Stadt spürbar? Hatte man Angst auf der Straße? Angst in diesem Sinne hatte man auf der Straße nicht. In Frankreich beginnen die ersten Maßnahmen gegen Juden sehr früh.
Es ist ein französisches Gesetz, das Statut Juif vom 3. Oktober 1940, das eben festsetzt, dass in Frankreich, ähnlich wie in Deutschland, im Grunde genommen eben die Juden nicht als normale Staatsbürger empfunden werden. Verfolgungen gibt es relativ früh, schon 1940 und 41 erste Razzien im nördlichen Teil, 41 dann im unbesetzten Teil Frankreichs. 1942 wird das Ganze dann nach der Wannsee-Konferenz natürlich entsprechend auch in Frankreich systematisch gemacht. Und insofern der berühmte Judenstern wird in Frankreich eingeführt 1942. Und ab diesem Zeitpunkt ist im Grunde genommen das auch tatsächlich in der Öffentlichkeit nochmal sehr deutlich sichtbar geworden. Aber schon vorher sind jüdische Geschäfte beschlagnahmt worden. Es sind die Eigentümer, das Eigentum von französischen reichen Familien, also Rothschild zum Beispiel, hat verschiedene Paläste und Großgebäude in Paris, die werden nicht nur beschlagnahmt, sondern es wird systematisch eben auch die Kunstsammlungen, die dort sind, werden zusammengetragen. Es gibt den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, der all diese Kunstgegenstände aus jüdischem Besitz zusammenträgt und nach Deutschland abtransportiert. Genauso eben auch jüdische Wohnungen, die dann urplötzlich leer stehen, werden leergeräumt. Die Möbel werden im Grunde nach Deutschland verschickt für deutsche Bombenopfer in den deutschen Städten. Also man hat tatsächlich eine sehr umfassende Ausbeutung des jüdischen Eigentums. Und für die französische Öffentlichkeit beginnt tatsächlich ab 1942 auch die Frage, wie reagiert man darauf, wenn der Nachbar urplötzlich verschwindet, wenn es die großen Razzien dann 1942 gibt. Werden teilweise die Kinder dann eben rechtzeitig gewarnt und werden aufs Land verschickt kleinere Einrichtungen. Es gibt Au revoir les enfants, diesen Film, der das auch ein bisschen versucht noch entsprechend zu illustrieren. Aber wenn man so will, bedroht für die Franzosen selber, also nicht Juden, ist es eigentlich nicht unbedingt bedrohlich. Mhm. Und auf der Straße selber Ausschreitungen in dem Sinne gegen Juden finden nicht statt, weil die deutschen Besatzungssoldaten das nicht in dem Sinne tun. Und die Verhaftungen wiederum führt die französische Polizei durch, im Auftrag der Deutschen. Aber die französische Logik, die dahinter steht, ist, solange unsere Polizei das macht, sind wir im eigenen Land noch selbstständig. Das heißt, wir qua Staat haben noch Autorität und organisieren im Grunde genommen diese Dinge nach unseren Vorstellungen. Dafür gibt es ein Abkommen zwischen Heydrich auf der einen Seite und Bousquet, dem französischen Polizeiminister, auf der anderen Seite 1942. Man regelt sozusagen die Aufgabenverteilung. Aber es gibt in dem Sinne indirekten Protest durch die französische Bevölkerung, dass man eben versucht, Kindern zu helfen oder eben manchmal auch rechtzeitig warnt. Hör mal, es ist morgen wahrscheinlich eine Polizeiaktion vorgesehen, geh besser nicht zurück in deine Wohnung. Man weiß teilweise auch, dass in manchen Verstecken Juden leben in Paris. Aber im Grunde genommen, das ist halt wirklich eine verschwindend kleine Menge. Von 300.000 Juden werden 80.000 deportiert und kommen in den Lagern um. Ja. Im April 1944 wurde in Frankreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verhältnismäßig spät das Frauenwahlrecht eingeführt. Aus heutiger Sicht deutet dies auf einen demokratischen Akt hin. Gleichzeitig weiß man, dass in den 1950er Jahren in Frankreich überwiegend ein eher konservatives Bild der Frau als Hausfrau und Mutter vorherrschte. Wie stellt sich die Geschichte von Besatzung und Befreiung dar, wenn man sich auf die Frauen konzentriert? Eine ganz wunderbare Frage. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass besetzte Gesellschaften zu größeren Teil als Friedensgesellschaften aus Frauen, Kindern und alten Menschen zusammengesetzt waren. Das heißt, wenn wir danach fragen, wer handelt unter Besatzung eigentlich, dann sind das in großen Teilen das, wonach wir gucken, sind Frauen. Also Frauen sind Akteurinnen unter Besatzung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt im Sinne der Zeit ist, dass Frauen auf einmal die Aufgabe hatten, wenn die Männer weg waren, ihre Familien zu ernähren. Das haben die natürlich sozusagen in vielen Teilen auch vorher schon gemacht. Aber jetzt sozusagen ruht im Zweifelsfall die komplette Last der Versorgung von Familien auf den Frauen und eben vielfach auf den Müttern. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, wie enorm aufwendig und anstrengend das war, allein das tägliche Einkaufen und stundenlange Schlange stehen. Und wir haben angetippt, dass sozusagen der Hunger nach Arbeitskräften des Deutschen Reiches in immer umfangreicherer Weise Frauen
wenn ich sozusagen zurückhaltend formuliere, in den Arbeitsprozess gezwungen hat, zum Teil eben auch tatsächlich Frauen zur Zwangsarbeit verschleppt hat. Das heißt, auf Frauen lastete ein enormer Druck und eine enorme Last, unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen ihre Kinder zu versorgen, vielleicht alte Menschen zu versorgen und natürlich auch sich selbst zu versorgen. Das ist, glaube ich, der erste Befund, den man unbedingt festhalten muss. Wir haben außerdem vorhin davon gesprochen, was bedeutet Kollaboration und dass den manchen Frauen die Verhältnisse zu deutschen Besatzern eingegangen ist, diese Verhältnisse vorgeworfen worden sind. Und auf der einen Seite ist das nachvollziehbar, weil die Gewalt in zum Beispiel der besetzten Sowjetunion, die deutsche Gewalt, auch so enorm hoch war. Andererseits wissen wir auch aus vielen Quellen, dass auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion, dort wo deutsche Soldaten stationiert waren, nach Einbruch der Dunkelheit durchaus deutsche Männer unterwegs waren und eine Frau gesucht haben. Und was half am besten gegen einen deutschen Soldaten? Ein anderer deutscher Soldat. Das heißt, viele dieser Verhältnisse waren Schutzbeziehungen oder sind eingegangen worden auf der Suche nach Schutz. Sie blieben immer extrem asymmetrisch. Die Frauen waren abhängig von der Person, von der sie sich Schutz erhofften. Und man muss natürlich auch im Auge behalten, dass diese Männer häufig durch den Krieg brutalisiert waren. Das heißt, was sehe ich, wenn ich sozusagen auf Besatzungsgeschehen gucke und besonders Frauen in den Blick nehme? Ich sehe, dass sie große Teile der Bevölkerung ausmachen. Ich sehe, dass das Leben für Frauen rein auf der Ebene des Alltags häufig sehr, sehr schwer war, dass Frauenbeschäftigung ansteigt, dass man das aber überhaupt nicht sozusagen, manchmal wird das modern missverstanden als Form der Emanzipation. Das mag es auch gegeben haben, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber im Großen und Ganzen war viel davon der Not gehorchend. Und das Stichwort sexuelle Gewalt, die Frauen erlebten unter Besatzung in den Kriegsjahren, ist etwas, was man für Besatzungsgeschichte deutlich herausstellen muss, weil das sozusagen etwas war, womit viele Frauen konfrontiert waren. Also von daher ergibt dieser geschlechterperspektivische Blick, den Sie jetzt nochmal angesprochen haben, ganz spezifische Felder von Erleben und Erfahrung, die Frauen in großen Teilen des besetzten Europas in den Jahren der Besatzung gemacht haben. Im April 1944 bombardierten die Alliierten Paris. Im August fanden heftige Straßenkämpfe zwischen Mitgliedern des französischen Widerstands, französischen Truppen des Vichy-Regimes und den Deutschen statt. Am 25. August 1944 wurde Paris schließlich befreit. Wie gestaltete sich diese Endphase der Besatzung und dann vor allem die Befreiung von Paris? Wie erging es den Menschen? In welchem Zustand befanden sich das Land und seine Hauptstadt? 1944, die Bombardierung von Paris, ist für die Pariser Bevölkerung im Grunde genommen ein Schock. Im Unterschied zu Deutschland und zu den großen deutschen Städten wurde Paris während des Krieges relativ selten bombardiert und meistens auch nur militärische Ziele, vor allen Dingen natürlich Industrieanlagen. Dieses Bombardement hat tatsächlich 400 Opfer gefordert und insofern war das ein Ereignis, was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass Pétain das einzige Mal während des gesamten Krieges Paris besucht hat. Das war im April. Im Sommer nach der Landung der Alliierten in der Normandie wartete man in Paris natürlich auf die Befreiung und auf den Vormarsch der Truppen. Nur haben die Alliierten, vor allen Dingen die Amerikaner, kein Interesse daran gehabt, eine Stadt zu erobern, weil sie den Häuserkampf gefürchtet haben. Das heißt, man wollte Paris eigentlich umgehen. De Gaulle hat daraufhin bei Eisenhower darauf gedrängt, dass französische Truppen, die innerhalb des alliierten Kontingents existiert haben, die berühmte 2. Panzerdivision, dass die nach Paris vormarschieren sollte und die Stadt befreien sollte. Die Idee für de Gaulle war, er ist im Lager der Alliierten nicht der uneingeschränkt anerkannte Führer Frankreichs. Und das, was er dann einen Tag nach der Befreiung macht, nämlich das Defilé über die Champs-Élysées und die jubelnde Bevölkerung um ihn herum, das dient ihm als Ersatz für die nicht vorhandenen Wahlen. Das heißt, er beweist sozusagen der Weltöffentlichkeit, ich bin der Führer Frankreichs, der uneingeschränkte Führer Frankreichs. Und deswegen war Paris für ihn ein wichtiges Objekt
Für die Deutschen war Paris eine Stadt von vielen, die es bis zum Schluss zu verteidigen galt. Deswegen Koltitz, der neue Oberbefehlshaber in Paris, hatte von Hitler den Auftrag, die Stadt so lange zu halten, wie es irgend möglich war. Nur fehlten ihm dafür die Soldaten. Die hatte er nicht, denn die Leute, die er hatte, waren Verwaltungsangestellte, die trugen zwar Uniformen, aber waren keine Kampfsoldaten. Umgekehrt war die Resistance schwach, sie hatte wenig Waffen. Also insofern war zwischen beiden Seiten im Grunde genommen es ein Patt. Und beide Seiten spielen auf Zeit. Die Franzosen brauchen die Befreiung durch die eigenen Truppen. Die Deutschen können es sich nicht erlauben zu kapitulieren, weil das würde im Grunde genommen in Deutschland als Hochverrat betrachtet und damit würden die Familien der verantwortlichen Offiziere in Deutschland automatisch der Todesstrafe ausgesetzt. Daher kommt im Grunde genommen dieses etwas seltsame 3-4 Tage Waffenstillstand zwischen französischer Resistance auf der einen Seite, die erste Aktion gemacht hat, aber dann im Grunde genommen blockiert war, weil sie keine weiteren Munition, keine Möglichkeiten hatte. Und auf der anderen Seite eben die Deutschen, die im Grunde genommen halt wussten, dass sie in einer aussichtslosen Lage sind, aber sich natürlich auch nicht in dem Sinne eine Blöße geben konnten gegenüber Hitler und sagen konnten, okay, also wir geben die Position hier auf. In dieser Situation gibt es einen schwedischen Diplomaten, Nordling, der zwischen beiden Seiten vermittelt. Und dadurch kommt, wenn man so will, diese Legende auf, dass Koltitz die Stadt gerettet hat und die Resistance mit ihrem heldenhaften Einsatz die Stadt befreit hat. Im Grunde genommen ist es ein Taktieren auf beiden Seiten. Und die eigentlichen Kämpfe finden tatsächlich in dem Moment statt, wo dann die Truppen die Stadt einnehmen. Denn dann müssen die Deutschen ihre verschiedenen Positionen, die sie in der Stadt halt, wo sie sich verbarrikadiert haben, müssen sie verteidigen. Da gibt es Tote. Es gibt vorher bei den Barrikadenkämpfen, bei der Resistance vereinzelte kleinere Scharmützel, aber keine regelrechte militärische Konfrontation. Für de Gaulle ist im Grunde genommen am Schluss klar, er ist der Triumphator, aber die eigentliche Mitträger dieser Befreiungsaktion, die vor allen Dingen eben der innerfranzösische Widerstand, der verliert im Grunde an diesem Moment an Bedeutung, weil de Gaulle sozusagen die politische Führung dann für sich beansprucht und das eben sehr geschickt auch inszeniert. Erst mit der berühmten Rede Paris Libéré, das macht er noch am Abend des 25. August im Rathaus von Paris und dann eben, wie gesagt, das Defilé am 26. August, mit dem klar ist, hier steht der neue Chef Frankreichs. Frau Professor Dr. Tönsmeier, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen. Herr Dr. Martens, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Schönen Dank.